Freunde, die Schatzsuche. Auszüge aus dem Buch von Helme Heine und Gisela von Radowitz. Belz und Gehlberg. Episode 3. Plötzlich spürte er, wie Johnny sich an seinen Ringelschwanz klammerte und von dort auf seinen dicken Bauch krabbelte, der wie eine Insel aus dem Wasser ragte. In seinem Schlepptau zog er mit letzter Kraft den völlig erschöpften Franz hinter sich her. »Ich kann doch selbst nicht schwimmen«, jammerte Waldemar. »Richtige Freunde gehen zusammen unter«, schluchzte Franz. »Fett schwimmt oben«, sagte Johnny. »Dann bin ich unser Rettungsboot«, Johnny nickte. Franz öffnete die Flügel, die schnell in der Sonne trockneten. Eine frische Brise griff hinein und blies die drei Freunde dem Ufer entgegen. Ohne noch einmal nasse Füße zu bekommen, sprang Franz von Hahn und Johnny Mauser vom Bauch des dicken Waldemar direkt an Land, umarmten sich, führten Indianertänze auf und jubelten. Geschafft, dem Himmel sei Dank. Waldemar kroch auf allen Vieren die Böschung hinauf, sank erschöpft ins Gras und grummelte. Was heißt hier Himmel? Ich war euer Schutzengel, wahrscheinlich hole ich mir eine Lungenentzündung. Schon jetzt habe ich eine Schrumpelhaut von dem vielen Wasser. Ich sehe aus wie mein Urgroßvater. Kopf hoch, Waldemar, munterte Johnny ihn auf. Die Falten in deinem Bauch kriegen wir wieder glatt. Ich verzichte heute Abend auf mein Essen. Alles für dich. Meins kannst du auch haben, bot Franz an und freute sich, dass Waldemar wieder gute Laune hatte. Ihr seid wirklich gute Freunde, Franz und Johnny. Das werde ich euch nie vergessen. Er brach mitten im Satz ab und fragte mit zitternder Stimme, Johnny, hast du die Schatzkarte? Johnny wurde blass. Dann überlegte er kurz, griff in seine Hosentasche und fischte ein total durchnässtes Papier hervor. Gott sei Dank. Franz atmete auf, als er die Karte sah. Behandelt sie wie ein rohes Ei. Wir haben nur die eine, winselte Johnny. Ich leg mich ein wenig in die Sonne, mir ist kalt. Vorsichtig entfalteten Franz und Waldemar die Schatzkarte. Sie war ziemlich verklebt und zerknittert. Aber zum Glück war sie nicht mit der Ahoi untergegangen. Mit Hilfe dieser Karte würden die Freunde einen Goldschatz finden und sich ein neues Piratenschiff bauen, größer und schöner als das alte. Mit richtigen Segeln, freute sich Franz. Mir schlafen nämlich immer die Arme ein, wenn ich die Flügel so lange ausbreiten muss. Und mit einem bequemen Liegestuhl, meldete sich Waldemar. Und einem vollen Kühlschrank. Dann will ich ein Motorrad, kicherte Franz. Damit du alleine durch die Welt klettern kannst, ohne uns, das kannst du vergessen. Endlich lag die Schatzkarte ausgebreitet vor ihnen, aber sie war leer. Das ist die Rückseite, sagte Franz und drehte die Karte um. Doch auch die war blank und schneeweiß. Verärgert rüttelte sie Johnny wach und warf ihm die zusammengeknüllte Schatzkarte vor die Füße. Du willst uns wohl auf dem Arm nehmen und alles für dich allein haben, was? Den Papierwisch kannst du behalten. Los, rück den richtigen Plan raus, sonst kriegst du Ärger. Johnny schaute sie verdattert an. Was soll der Quatsch, Leute? Das ist alles, was ich habe. Stülpte beide Hosentaschen nach außen. Sie waren leer. Dann, ächzte Waldemar, dann hat das Wasser die Tinte weggewaschen, ergänzte Johnny. So ein Mist, fluchte Franz. Wütend stampfte er mit dem Fuß auf und ging auf Waldemar los. Warum bist du nicht auf deinem Platz im Boot sitzen geblieben? Du warst doch der Stöpsel. Waldemar senkte schuldbewusst den Blick. Ich, stotterte er. Es tut mir leid, ich werde es wieder gut machen, ich... Wie willst du das wieder gut machen? Unser Traum ist weg, futsch, verschwunden. Es hätte so schön sein können. Franz war außer sich. Komm schon, sag du doch auch mal was. Schließlich hätte ein Drittel des Schatzes dir gehört, oder hast du keine Meinung dazu? Beruhige dich doch, Franz, meinte Johnny. Vorwürfe bringen uns jetzt
auch nichts weiter. Ich werde doch wohl meinen Standpunkt vertreten dürfen. Richtig, Freunde? Sagen einander die Meinung, das muss eine Freundschaft aushalten, oder? Schon, aber jetzt sei mal still. Ich versuche gerade die Schatzkarte in meinen Kopf zu registrieren. Oh, Johnny, du bist unsere letzte Hoffnung, rief Waldemar mit leuchtenden Augen. Bestimmt findest du die Schatzkarte in irgendeiner Hirnwindung wieder. Da, wo kein Wasser hinkommt, ist... Oh, Johnnylein, bitte such die Karte, bitte, bitte. Johnny schloss bedeutungsvoll die Augen und zeigte mit seinen Zeigefingerlinien in die Luft. Immer wenn er nicht weiter wusste, wurde er langsamer. Atemlos folgte Franz und Waldemar die Fahndung. Und wenn Johnny zögerte, zitterten sie vor Angst, ballten die Fäuste, bissen sich auf die Lippen, kauten an den Nägeln und hofften inständig, dass ihm alles wieder einfiel. Der Schatz durfte nicht für immer verloren sein. Johnny hat doch ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Das wusste jeder in Mullewald. Nie vergaß er einen Namen, kannte 5 Gedichte auswendig, erinnerte sich jeden Geburtstag und konnte so scharf kombinieren wie Sherlock Holmes. Wenn sich endlich sein Zeigefinger wieder auf die Suche machte, dann wussten sie, es gab Hoffnung. Die Spannung war kaum zu ertragen, bis Johnny die Augen aufschlug, die Freunde angrinste und lächelnd sagte, ich weiß, wo der Schatz versteckt ist. Wo? Er tippte an seine Stirn und sagte, hier oben drin. Waldemar trug Johnny auf seinen Schultern zurück zum Fahrrad und setzte ihn behutsam auf das linke Pedal. Halt dich gut fest, riet er, als er mit quietschenden Reifen losbrauste. Schließlich wollen wir die Schatzkarte nicht noch einmal verlieren. Der Rückweg nach Hause war den 3 Freunden noch nie so leicht vorgekommen wie heute, obwohl es oft bergauf ging. Das Schicksal hatte es wirklich gut mit ihnen gemeint, sonst wären sie ertrunken. Dann lägen sie jetzt auf den Grund des Dorfteiches und der Hecht würde an ihren Gebeinen knabbern. Ihr Piratenschiff, Ahoi, hatten sie verloren, aber dafür waren sie mit einer Schatzkarte beschenkt worden, die sie steinreich machen würde. Die Zukunft sah so rosig aus, wie die Wolken der früheren Abendhimmels. Sie konnten es kaum erwarten, dem Mullewopperndamm heim von ihrem sagenhaften Fund zu erzählen. Ihre Fahrt wurde immer schneller, immer schiefer lag das Fahrrad in den Kurven, immer schriller wurde ihre Freundschrei, immer verlegener, immer übermütiger raten sie die Eichennale hinunter. Bäume huschten an ihnen vorbei. Sie schienen so dicht beieinander zu stehen, wie Latten im Zaun hinter dem Hühnerstall. Franz von Hahn drehte sich zu Johnny Mauser um und schrie gegen den Farben: Ich freue mich jetzt schon auf die Gesichter zu Hause. Die werden Augen machen. Genau in diesem Moment überquerte vor ihnen eine dunkle Gestalt die Straße. Pass auf, brüllte der dicke Waldemar.